zu einem neuen Video. Ich glaube, ihr habt alle diesen Trend mitbekommen. Von 100 Schichten von Nagellack, 100 Schichten auf Foundation, 100 Schichten alles mögliche. Highlighter, Mascara, im Prinzip alles, was mit Beauty irgendwie zu tun hat. Und da man ja meistens immer mit diesem Flow geht und alles andere nachmacht hier auf YouTube, dachte ich, mache ich das auch mal. Aber wisst ihr, bei mir auf meinem Kanal ist alles irgendwie ein bisschen anders. Und deshalb mache ich heute 100 Schichten von T-Shirts. Wer hätte das gedacht? Ihr habt es nicht am Videotitel erkannt, oder? Nein. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin nicht selbst auf diese Idee gekommen, denn meine Lieblings-YouTuberin JenXFan hat dieses Video auch gemacht und sie meinte in ihrem Video, ob jemand ihren Score von 40 T-Shirts schlagen kann und ich werde sie schlagen. Nur leider habe ich nicht 100 T-Shirts, also nehme ich auch ein paar Tops dazu und fange jetzt einfach mal an. Eins! Boah, das ist jetzt schon echt, ne? Zwei! Drei! Ja, aber wie kompliziert kann ein Top sein? Vier! Fünf! Sechs! Heute ist es jetzt schon eng, ne? Sieben! Acht! Neun! Mir wird echt warm. 10, 11, 12, 13! Junge, was mache ich hier? 14, 15, 16, 17! Boah, es ist eng. Oh mein Gott. 18, 19! Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass mein Schrank vorher komplett aufgeräumt war und alles gefaltet war und mein Schrank, glaube ich, noch nie so ordentlich war und jetzt mache ich sowas. 20, 21, 22! Warum mache ich sowas? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Leute, meine Arme, ich kann die nicht mehr in den Körper drücken. 30! Ich habe keine Ahnung, ob ich mich gerade verzählt habe und dann machen wir jetzt einfach bei 30 weiter. Nein, das geht nicht. 32, 33, 34, Scheiße, 35, 37, 38, 39, 40! Okay, ich habe ihren Score geschafft, aber ich glaube, da geht noch was. Also ist noch ein bisschen Bewegung da. Also weiter geht's. Woo! Woo. 41, 42, 43. Ach du Scheiße. 44, 45, woo. 46. Langsam wird's echt heiß. 47, 47, 48, 49. Ich glaube, danach kann ich echt nicht mehr. 50! Ich kann mich eigentlich nicht mehr wirklich bewegen, auch wenn es echt so aussieht. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich mit ein bisschen mehr Kilo aussehen würde. Nee, ich muss hier wieder raus. Mehr geht echt nicht. 50 von 100 ist schon die Hälfte, das ist echt genug. Also, auf geht's. Oh, fuck. Eins. Luca! Luca! Ich brauch deine Hilfe! Ich komm nicht aus den T-Shirts raus. Bitte helf mir in meinem Zimmer. Helf mir, die auszuziehen. Nö. Luca, bitte! Luca, ist das dein Ernst? Ich komme da wirklich nicht raus! Luca! Wenn ihr meine 50 schlagen wollt, viel Spaß. Okay, das sind alle T-Shirts. Bevor ich die jetzt alle wegräumen muss, werde ich jetzt alle nochmal zählen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, shit, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, oh mein Gott, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Yeah! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Ich hatte 50 T-Shirts an. Falls ihr mal eine Sportalternative sucht, macht das zu eurem Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich habe auch Social Medias, checkt die ab, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, ihr habt noch einen rebellischen Tag, also bye! Aber ernsthaft, ich glaube, wenn ihr nicht ganz hinterm Mond lebt, dann wisst ihr, dass ganz Sommerferien sind. Zumindest in den meisten Ländern noch. Bundesländern. Aber auch für die, bei denen die Schule und die Arbeit mal wieder losgeht, es ist immer noch Sommer. Und deshalb habe ich mein cooles Buch genommen und habe eine Sommerbucketlist für euch alle und für mich aufgestellt, was man alles so im Sommer tun kann. Und das werde ich euch jetzt alles erzählen. Viel Spaß!